Hoho, einen wunderschönen Judentag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Ich mache heute einen Singleflug sozusagen, denn wir haben uns alle missverstanden und am Ende haben wir alle ein anderes Datum im Kopf gehabt und heute kam dann auch noch hinzu, dass ich ja arbeitstechnisch so eingebunden war, dass wir jetzt tatsächlich am Ende dann sogar noch später da sind wie gedacht. So, jetzt bin ich mir auch sicher, dass wir auf jeden Fall live sind. Wunderbar. So, heute werden wieder ein paar, wie heißt es denn jetzt? Lasst mich jetzt hier nicht lügen. Ein paar Franchises vorgestellt. Genau, so. Und dann gehen wir jetzt mal tatsächlich erst ins Intro und dann schauen wir mal, was dann so passiert. Na, komm schon. Nein, ich will den hier. Herzlich willkommen zu Blind Tube. So, ich verspreche euch, bis zum Anfang der Saison haben wir auch ein vernünftiges Intro. Ja, wir sprechen heute über die Wroclaw Panthers, die Barcelona Dragons und die neu hinzugekommenen Istanbul Rams. Mit wem sollten wir am besten anfangen? Ich würde sagen, mit einem der schwächeren Teams der letzten Saison. Wir fangen an mit den Barcelona Dragons. Die Barcelona Dragons wurden letztes Jahr von Adam Morita gecoacht, der eigentlich relativ erfolgreich in der Canadian Football League aktiv war. Mehrere Grey Cups heißen die, glaube ich, da drüben gewonnen hat. Ja, und auch schon mehrere Stationen in Europa hatte vorher. Jetzt halt dann letztes Jahr bei den Barcelona Dragons. Sie haben gar nicht mal unbedingt so schlecht gespielt. Es gab zwei, drei Glanzmomente tatsächlich, vor allen Dingen zum Ende der Saison hin. Warum sie dann auch nicht komplett letzter geworden sind und einen großen Anteil daran, dass es nicht so weit gekommen ist, dass sie letzter wurden, war nicht alleine, nicht zuletzt Zach Edwards, der Quarterback der Barcelona Dragons und man muss tatsächlich dazu sagen, die Barcelona Dragons können sich auch dieses Mal auf ihn verlassen. Er ist wiedergekommen, beziehungsweise hat ein weiteres Jahr einen Vertrag unterschrieben bei den Barcelona Dragons und wird hoffentlich auch mit dem entsprechenden Support Cast dann auch mal ein paar Siege einfahren. Also Nico Lester ist tatsächlich auch da geblieben, soweit meine Informationen reichen. Und es ist tatsächlich so, dass Nico Lester einer der wenigen Deutschen sind, die in der European League of Football spielen und nicht bei einem der deutschen Teams sind.
Und dieses Jahr haben sie dann auch noch tatsächlich einen neuen Head Coach. Jetzt ist mir nur leider der Nachname entfallen. Andrew heißt er auf jeden Fall mit Vornamen. Und er bringt auch schon NFL-Erfahrung mit. War, glaube ich, Position Coach auch bei den Buccaneers. Das, soweit meine Informationen reichen, ist jetzt seine erste Head Coach Stelle, zumindest in einer professionalisierten Liga. Ja, und er geht auch mit Feuereifer dran tatsächlich. Er hat schon in einem Interview, was ich gesehen habe, gesagt, dass er alles daran setzen wird, dass die Mannen aus Barcelona dann tatsächlich hinterher nicht wieder so schlecht abschneiden wie letztes Jahr. Und wir haben ja von Philipp gelernt, jeder Footballspieler spielt Football, um hinterher die Championships zu gewinnen. Also kann man davon ausgehen, dass die Barcelona Dragons eventuell, zwar nicht offiziell, aber zumindest inoffiziell, den Titelgewinn anvisieren. Was mich tatsächlich bei Barcelona letztes Jahr schon ziemlich fasziniert hat: Sie haben das, was sie gut gemacht haben, tatsächlich nur noch weiter, umso weiter die Saison ging, auch noch verstärkt. Und Zach Edwards hat sich auch in der letzten Saison sehr, sehr weiterentwickelt, muss ich sagen. Ich hoffe, er kommt erfrischt und nur noch mehr gestärkt wieder. Und wenn er die richtigen Waffen bekommt, glaube ich, kann Barcelona auch sehr gefährlich werden. Vielleicht dieses Jahr noch nicht den großen Wurf machen. Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz klar nicht aus. Aber es ist tatsächlich so, dass Barcelona ready ist. Und ich glaube, jetzt so kurz vor der Saison sind sie auch heiß drauf, endlich wieder loszulegen. Soweit ich informiert bin, tatsächlich hat man sich noch mal ein bisschen mehr professionalisiert. Mein Gott, schweres Wort. Und die Detroit Lions, ach, die Detroit Lions, aha, ja, seht ihr mal, ich bin heute schon wieder komplett weg. Nein, natürlich die Barcelona Dragons, mein Gott. Spanien und USA verwechseln, ja. Jo, ist klar. Nee. Auf jeden Fall, die Barcelona Dragons haben vor allen Dingen einen Vor- und Nachteil. In Spanien ist es immer sehr, sehr warm. Heißt also, falls irgendwo die brüllende Hitze ausbricht, haben sie schon im Prinzip die ganze Vorbereitung und die ganze Saison tatsächlich schon nach und nach sich dahingehend eingenordet. Das kann Vor- und das kann auch ein Nachteil sein, weil wenn dann eventuell, warum auch immer, schon Minusgrade sind, weil man in Polen ist und da auf einmal es sehr kalt wird und vor allem abends, wenn tagsüber so brüllend heiß war und die Temperaturen runtergehen, empfindet man das dann noch mal als weitaus kälter. Deswegen räume ich den Barcelona Dragons tatsächlich eine Chance ein, zumindest auf jeden Fall besser zu werden. Zach Edwards ist auf jeden Fall gefährlich.
und kann auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Er ist vielleicht nicht der stärkste Quarterback jetzt in der Liga, aber er ist auf jeden Fall ein Quarterback, auf den man sich verlassen kann und der eine gewisse Erfahrung tatsächlich auch schon mitbringt. Nicht so wie bei manch anderen Teams, wo es eventuell an dem Punkt schon scheitern könnte. Vor allen Dingen bei den Teams, die jetzt gerade neue Quarterbacks verpflichtet haben, wo man halt noch gar nicht weiß, was da jetzt genau das Game ist. Ja. Abschließend ein paar Worte zu den Barcelona Dragons. Ich bin auf jeden Fall sehr betrübt tatsächlich, dass Adam Rita nicht weitermacht, weil der Mann war mir tatsächlich sympathisch. Also der hatte ja immer einen Strohhut dabei, egal wo die gespielt haben, ob die in Frankfurt gespielt haben oder in Hamburg. Überall hatte der seinen Strohhut dabei und obwohl er schon sehr alt ist, gefiel der Mann mir eigentlich richtig gut. Und man hat auch gesehen, dass er weiß, was er tut. Jetzt bin ich aber dann mal gespannt auf den neuen Trainer und wie der sich da in Spanien so schlägt. Und ich freue mich auf jeden Fall in der Saison auf die Spiele von Barcelona, auch wenn ich weder wirklich Fan der Barcelona Dragons bin, noch glaube, dass sie von heute auf morgen auf einmal Spitzenniveau erreichen. Also das höchste der Gefühle, was ich glaube, was sie erreichen, sind die Playoffs. Da würden sie dann aber scheitern. Und wie gesagt, selbst das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, sie werden, wenn überhaupt, einen zweiten Platz, aber nicht den besten zweiten Platz erringen. Und selbst das wird ein bisschen schwierig. So, warum mein PC jetzt irgendwelche merkwürdigen Benachrichtigungen aufmacht, weiß ich gerade auch nicht. So, na, so. So. Ach du große Scheiße. Was passiert denn jetzt? Warum passiert es? Und ich hoffe, so. Ja, machen. Ja. So. Machen wir jetzt einfach weiter. Mit den Wroclaw Panthers tatsächlich, die letztes Jahr tatsächlich nur knapp vor den Playoffs gescheitert sind. Die Kollegen aus Leipzig haben dann nämlich mal den Deckel drauf gemacht, obwohl es tatsächlich bis zum Ende der Zeit tatsächlich, ja, wie soll ich das sagen, spannend geblieben ist. Und ich meine sogar erst am letzten Spieltag sich das dann entschieden hat, dass sie nicht in die Playoffs einziehen. Was ich ein bisschen schade fand, weil sie haben, gut, phasenweise haben sie tatsächlich keinen guten Eindruck gemacht, aber grundsätzlich haben sie eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Auch mit dem ein oder anderen Breakout-Game, vor allen Dingen am Anfang. Lucas O'Connor, der jetzt leider nicht mehr in der ELF spielt, hat es tatsächlich
Ja, wie gesagt, vor allen Dingen in den ersten Wochen der letzten Saison richtig, richtig gut gemacht. Und da haben die Gegner auch teilweise richtig übel auf den Sack gekriegt, muss man einfach so sagen. Und ja, es ist tatsächlich eine, ja, ich will jetzt nicht sagen Schande, aber es war schon sehr bitter für die Panthers aus Wrocław beziehungsweise aus Breslau, dass sie das nicht geschafft haben. Weil sie waren eigentlich von Anfang an ein sehr eingespieltes Team. Ist natürlich klar, wenn du wenn du einfach aus deiner nationalen Liga rausgehst, um dann wo, um dann in einer anderen Liga oder einer anderen Liga dich anzuschließen, dann hast du schon eventuell so deine, ich sag jetzt mal, deine Hauptmannschaft zusammen, bastelst vielleicht nur an zwei, drei Stellschrauben und dann hast du schon eine sehr gute Mannschaft zusammen. So, das Grundlegende bei den Panthers, was ihnen dann eventuell hinterher ein wenig so, dann kann ich hier besser. So, jetzt sollte das funktionieren. Ja. Was ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war meiner Meinung nach eventuell auch so ein bisschen ihre Coolness, sage ich mal. Weil ich glaube, sie haben sich nach den ersten zwei Wochen doch schon sehr, sehr sicher gefühlt. Und ich hatte wirklich in den ersten Wochen das Gefühl, oha, da müsste man tatsächlich erstmal an denen vorbeikommen. Okay, dann haben sie ja hinterher ganz lange die grüne Laterne da ganz oben an Hamburg abgegeben und dann hat im Prinzip Frankfurt von hinten sozusagen aufgeholt. Aber ganz, ganz lange, oder nein, auf jeden Fall die ersten Wochen sah es dann so aus, als würden die Panthers das Ding schon in den ersten Wochen im Prinzip für sich entscheiden. Und selbst beim Power Ranking, bei meinem wöchentlichen, hatte ich sie öfter mal als Nummer 1. Selbst als sie dann schon, ich sag jetzt mal, auf dem absteigenden Ast waren, doch ich muss tatsächlich sagen, es hat gut getan. Ich glaube, es hat denen nicht ganz so sehr geschadet, wie man vielleicht meinen soll, weil jetzt haben sie tatsächlich ja Lucas O'Connor verloren, der sich ja dann wohl irgendwo zwar in Europa noch aufhält, aber tatsächlich nicht unbedingt mehr in der ELF spielen möchte, sonst hätte er sich schließlich keinem anderen Team angeschlossen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie groß die Waffenvielfalt in Polen sein wird, weil da sind ja auch einige in einigen Drafts gezogen worden. Also das betrifft ja jetzt tatsächlich nicht nur die Panthers, sondern auch noch einige andere Franchises. Aber bei den Panthers sind halt auch einige Schlüsselspieler von letztem Jahr gegangen. Und da muss man jetzt halt sehen, ob man das erstens aufhängt und zweitens,
ob man daraus vielleicht auch noch was lernt, beziehungsweise ob man da einen Ersatz findet, der genauso gut, wenn nicht sogar noch besser ist. Am besten wäre natürlich besser, weil dann würden wir spannende, spannende Spiele auf jeden Fall bekommen. Und ich glaube tatsächlich, man muss mit den Panthers nicht nur rechnen, aber sie haben halt auch ganz viel Rückhalt in der Stadt. Klar, die Sportart American Football ist noch nicht so groß, aber ich glaube, dadurch, dass sie letzte Saison so gut gespielt haben und nur knapp an den Playoffs gescheitert sind, hat man schon die Basis gelegt, dass man in der Stadt theoretisch zumindest eine Kraft entfesseln kann, dass ich mir auch vorstellen kann, dass weitaus mehr Leute zu den Spielen nach Polen fahren, wie vielleicht noch letztes Jahr. Vor allen Dingen bin ich mir sicher, dass auch Heimfans vielleicht auch weitaus mehr generiert werden können, wie als wenn sie einfach unterirdisch gespielt hätten. Es gibt ja tatsächlich sogar eine Straßenbahn mit entweder dem Logo oder den Spielern von den Panthers drauf. Ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt selbst nicht gesehen, weil ich war letztes Jahr bei keinem Spiel in Polen. Doch muss ich auch ganz klar sagen, man hat einfach gemerkt, dass auch vor allen Dingen in der Berichterstattung die Panthers den Rückhalt ihr nicht nur haben, sie geben ja auch tatsächlich was zurück. Also es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass sie einfach hingehen und sich darauf ausruhen, dass die Stadt sie tatsächlich unterstützt, sondern sie haben in der letzten Saison und halt auch in der Offseason, so wie ich das mitbekommen habe, viel getan, um an dem Punkt dann auch eventuell anzuschließen. Was mich ein bisschen verwundert hat bei den Panthers, ist tatsächlich nicht nur, dass sie O'Connor verloren haben, was man jetzt sagen muss, das ist im Auge des Betrachters, ob das jetzt schlecht oder gut ist, weil O'Connor war meiner Meinung nach, wenn er rennen musste, solide, aber er war tatsächlich mehr der Pocket Passer. Er hatte relativ gute Augen, aber da war irgendwann auch so ein bisschen der Wurm drin. Ich weiß nicht, woran es letztes Jahr gelegen hat. Ich hoffe, sie finden da, falls das nochmal passieren sollte, frühzeitig den Punkt, dass sie da nicht unbedingt zu eindimensional werden, weil dann kann man sich ausrechnen, selbst wenn sie gut spielen, wo das Ganze dann hinführen wird. Und ich weiß halt nicht, ob das dann im Sinne des Erfinders wäre. Was mich zum Abschluss nochmal gefreut hat, letztes Jahr sowie auch, wo ich mich auch dieses Jahr drauf freue, ist tatsächlich die Spiele gegen die Panthers, also wenn die Panthers dann tatsächlich hier nach Deutschland kommen, weil das waren letztes Jahr tatsächlich auch einige Spiele,
die viel Spannung versprachen tatsächlich, aber sie leider nicht aufrechterhalten konnten. Da weiß ich leider auch nicht, woran es gelegen haben könnte. Ich hoffe einfach mal, dass es einfach daran lag, dass sie eine relativ lange Anreise hatten, weil, soweit ich weiß, haben die Panthers ihre Auswärtsfahrten hier nach Deutschland tatsächlich nicht. Oh, Entschuldigung. So. Tatsächlich nicht mit dem Flugzeug bestritten, sondern sind zumindest zu ein, zwei Spielen mit dem Bus gefahren. Und ganz ehrlich, Leute, also ich wäre auch total fertig, wenn ich 9 Stunden im Bus gesessen hätte. Da wäre ich froh, wenn ich dann noch einigermaßen lebendig da rauskomme. Ich hoffe, da haben sie sich jetzt auch vielleicht einen anderen Plan überlegt, vor allen Dingen, weil es kann ja nicht sein, dass sie dann, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen wichtige Spiele verlieren, nur weil da dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt die Kräfte der Anreise einfach zu wünschen übrig lassen. Und vielleicht wird es ja auch nochmal anders, weil man weiß jetzt auch nicht, wie das mit irgendwelchen Corona-Schutzmaßnahmen aussieht. Moment mal. Warum habe ich hier jetzt keine Nachricht gekriegt? Ach, weil er noch arbeitet. Einen Moment. Einen Moment bitte. Das ist jetzt Kacke. So. Also. Ah. Ne. Warum arbeitest du denn jetzt noch? Das nervt mich jetzt hier. Gut. Die wunderbare Technik freut mich sehr. So. Ach nee. Das war es nicht. Dann muss ich mal eben kurz gucken, ob ich den hier öffnen kann. Ja, hier, so. Ach nee, jetzt habe ich ihn wahrscheinlich wieder zugemacht. Na. So. Wo ist er denn jetzt, der Chat? Mein Chat ist weg. Das ist jetzt semi-gut, würde ich mal meinen. Oder hat er hier jetzt schon mal. Nein, hat er natürlich nicht. Ja, das ist jetzt Kacke. Aber kümmere ich mich gleich drum. Ich hoffe, gleich hat das Ding sich hier beruhigt und er. Ich kann die Kommentare wieder lesen. Auf jeden Fall, ich habe die Kommentare nicht. Ich lasse die Kommentare nicht links liegen. Ich kann sie jetzt gerade halt nur nicht lesen. Es tut mir leid. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben, verdammt? Bla 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 bla. Ach ja, genau. Spiele von Polen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, sie haben sich eine Lösung überlegt, weil. Ich finde es halt nicht ganz so geil, wenn die Panthers da Klamotten verlieren sollten, nur weil man tatsächlich dann an einem Punkt ist, der dann nach 9 Stunden Fahrt auch eigentlich verständlich sein sollte. Ja. So, das zu den Panthers. Und jetzt philosophieren wir ta tatsächlich, ich glaube, zwar nicht wesentlich lange, aber ich befürchte einfach, dass es auch viele Fragezeichen gibt, weil ich habe auch so nichts gefunden. Also so wirklich gar nichts.
Die Istanbul Rams schweigen sich dann doch tatsächlich sehr aus, was manche Sachen angeht. Und da bin ich tatsächlich echt verwundert. Also klar, sie werden einen komplett anderen Spielerpool haben. Und da es ja früher auch eine College- bzw. eine Universitätsmannschaft war, werden die Jungs und ja, die Jungs auf jeden Fall schon länger zusammenspielen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viel sie davon behalten haben. Weil, wie gesagt, Informationen sind halt sehr mau, möchte ich mal meinen. Sie haben, glaube ich, auch nur die Importspieler announced. Und ja, also auf der einen Seite können sie natürlich der X-Faktor sein. Ich glaube nicht, dass sie was reißen werden. Also leider nichts reißen werden. Ich sage nicht, dass sie, dass es mich freuen würde, wenn sie nichts reißen. Aber es ist halt furchtbar, 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 furchtbar schwierig. Denn man muss einfach sagen, die Istanbul Rams haben erstens, glaube ich, den ja, den größten Impact, was Auswärtsfahrten angeht. Ich weiß nicht, vor allen Dingen, sie spielen am ersten Spieltag auswärts in Köln, wohlgemerkt. Und puh, schon am ersten Spieltag wirklich so weit zu fliegen, ist schon heftiger Tobak. Ich hoffe natürlich, also ich kenne einige türkische Mitbürger, die auch mit dem Auto in die Türkei fahren. Ich hoffe aber, die Spieler fliegen tatsächlich, weil das wäre sonst extrem, extrem, extrem. Ich hoffe, sie machen es nicht so wie die Polen letztes Jahr. Und ja, es, also Istanbul ist eigentlich für mich eine riesen Überraschungstüte. Da kann wirklich fast alles rauskommen. Vor allen Dingen, weil sie halt ja tatsächlich bei der vorher bei der Koçya-Universität angesiedelt waren. Sie werden auch wohl in dem Universitätsstadion zunächst auf jeden Fall das erste Jahr spielen. Es hat zwar noch nicht ganz so viele Plätze wie zum Beispiel das Stadion von Ryan Fire in Duisburg, aber ich befürchte auch einfach, dafür ist die Anreise auch zu weit, dass eventuell viele Gästefans kommen. Und ich weiß auch nicht, wie populär American Football in der Türkei ist. Also ich bin froh, dass die Istanbul Rams da tatsächlich mitmachen. Insgesamt international sind sie ja auch kein ungeschriebenes, vor allem unbeschriebenes Blatt. Und ja, auch wenn ich mich da wiederhole, ich bin echt gespannt. Echt, echt gespannt, weil sie haben in dem europaweiten Clubwettbewerb schon mal mitgemacht. Und da haben sie zwar nicht ganz so souverän immer gespielt, aber man hat schon gesehen, dass sie Football spielen können. Mein Gott, was ist denn heute los, ey? Ach so. Ja, gut. Okay. Nee, wie gesagt, es ist tatsächlich
sehr, sehr schwierig, die Rams einzuschätzen. Also, letzte Woche haben wir ja gemunkelt, dass es eventuell auch die Fliegenfänger der Liga sein können. Also zumindest defense-technisch. Und das ist halt die Frage. Weil wie gesagt, es kann auch ganz anders sein. Und die Damen und Herren, beziehungsweise die Herren auf dem Spielfeld, überraschen uns alle und putzen alles weg, was denen vor die Flinte läuft. Ich glaube es jetzt zwar erstmal gerade nicht, aber, ne, wie sagt man so schön, ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Also im Prinzip, erst recht im Football, ist alles möglich. Und deswegen würde ich die Aussage vom Tim letzte Woche nicht unbedingt unterschreiben wollen, aber da ich halt auch nicht weiß, wie das aussieht, ist es halt schwierig, da eine Einschätzung abgeben zu können. So, und das ist halt die Sache, die das Projekt Istanbul Rams wirklich sehr, sehr, sehr interessant macht. Weil klar, man kann jetzt sagen, die Istanbul Rams sagen nichts, weil sie noch keine Homegrown Player verpflichtet haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass die Istanbul Rams sich einfach bedeckt halten, weil man vielleicht irgendeinen Plan verfolgt. Das kann ja alles sein. Das möchte ich auch gar nicht in Zweifel ziehen. Nur ich befürchte gerade einfach, dass die Istanbul Rams da weder das eine noch das andere sind. Also weder haben sie noch keinen Homegrown-Player verpflichtet, weil das wäre jetzt schon so kurz vor Ligastart harter Tobak. Aber ich befürchte auch, dass aufgrund dieser, ja, der Reisedistanz, sage ich jetzt mal, die Istanbul Rams einfach haben, weil sie, nun ja, weil sie einfach am weitesten weg sind. Um mal ein Beispiel aus der NFL zu nehmen, ich glaube, die Seahawks in ihrer Division haben mit einer der längsten Reiserouten, wenn sie an einen Division-Rival oder gegen einen Division-Rivalen spielen. Und von daher, also ich bin mir da unschlüssig. Also wäre natürlich eine Mega-Story, wenn die da dann eventuell, ne? Ach, wie heißt es jetzt? Genau, eventuell da sogar noch die ganz Großen ärgern können. Ich würd's auf jeden Fall mega feiern, solange sie nicht gegen Ryan Fire gewinnen. Soll mir das egal sein. So, jetzt gucke ich noch mal, ob ich mir die Kommentare aufmachen kann. Nö. Er arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet. So. Dann mache ich das noch mal. Aber das hat auch nicht geholfen. Ja, yippie, dass der Chat jetzt nicht funktioniert, ist natürlich herzerwärmend. Och, Menschenskinder. Und ja.
dann muss man halt gucken. Also, wie gesagt, die Istanbul Rams sind, ja, wie drücke ich das am nettesten aus? Also, sie haben an manchen Punkten eventuell nicht, natürlich nicht den Zugriff auf die europäischen Spieler, so wie die wie Österreich, Deutschland, Polen und Spanien. Aber das kann, wie der Philipp in einem der letzten Runden sagte, auch tatsächlich ein Vorteil sein. Denn dafür haben sie ganz andere Spielerkaliber, die sie da verpflichten können. Okay, was passiert jetzt? Ich werde hier mit Nachrichten bombardiert, die ich gerade nicht lesen kann. Moment. Moment, Moment, Moment. Ich renne ja schon, ich renne ja schon. Okay. Ja, einen Moment. So. So. Ah. Okay. Danke für die ganzen Follows. Okay. Ich glaube, ich werde gerade massiv gebottet. Auf jeden Fall verwundert mich das gerade doch ein bisschen, dass das jetzt auf einmal so viel. Oh, danke auf jeden Fall, dass ihr die 200 Abos voll gemacht habt. Wundert mich jetzt gerade doch schon ein bisschen. Aber na gut, freut mich auf jeden Fall. So. Ich bin tatsächlich, wie gesagt, gespannt, was sie daraus machen, aus ihrem Vor- und Nachteil tatsächlich. Weil die Istanbul Rams, ja, haben eine ganz klare Struktur. Okay, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also jetzt tatsächlich, das kann ich, die Zahl, die da steht, die kann ich ja jetzt gerade gar nicht glauben. Da muss ich mich gleich mal drum kümmern. So, ja, um jetzt nochmal abschließend zu den Istanbul Rams zu kommen, ist es tatsächlich so, dass wir an einem Punkt sind, wo vieles bei den Istanbul Rams noch unklar ist, aber spätestens am 4. uns dann was erleuchten wird, nämlich das Spiel gegen Köln. Und ich bin tatsächlich auch gespannt insgesamt auf die Saison der drei von fünf nicht-deutschen Teams. Denn alle haben ihre Stärken und Schwächen. Und jeder hat tatsächlich ein, ich sag jetzt mal, einen großen Wachstumsschub vor sich. Also an dem Punkt gehe ich jetzt, denke ich gerade einfach an die Istanbul Rams und an. Gut, danke.
geht aber immer noch nicht. Ja gut, aber nee, doch, er lädt immer noch. Ja, ist nicht so tragisch. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Und da ich jetzt gerade grundsätzlich mit dem, was ich zu sagen habe, durch bin, könnt ihr mir vielleicht, wenn ihr Lust und Zeit habt, ja, auch noch Fragen stellen, falls ihr noch irgendwas wissen wollt, etc. pp. Ansonsten bin ich auch gleich mit dem Stream fertig. Nur zur Information, das ist jetzt erstmal die letzte Folge von Dienstag. Gewesen. Jetzt werde ich auch morgen oder übermorgen den Streamplan umstellen, denn jetzt kommen wir, oh Gottes Willen, jetzt kommen wir tatsächlich dann an dem Punkt. Ey Leute, ihr seid doch bekloppt, ey. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Okay, danke. Danke. Freut mich sehr. Wenn ich der Beste bin, freut es mich sehr, wenn du das ernst meinst, aber ansonsten, ja. Oha. Was, jetzt mal ohne Scheiß, was geht bei euch ab? So langsam macht es mir echt Angst, aber ich glaube, das kann einfach nicht sein. Okay, ja, also anscheinend werde ich gerade tatsächlich gebottet, weil das geht gerade auf keine Kuhhaut. Ich glaube, an dem Punkt muss ich mich mal drum kümmern, da jetzt dadurch, dass so hart auch gerade steigt. Ja. Komme ich gerade auch nicht mehr hinterher, ob da noch irgendwelche Nachrichten kamen. So, ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Dann auf Wiederschauen.